Wobei, Mensch Becker, Sie haben auch ein Pech, du. Da bringen Sie einmal einen wirklich super lustigen Text und dann interessiert das Thema keinen Menschen. Europawahl. Mein Gott, da machen Sie doch lieber was über den Prozess des dummen Welfen August von Hannover gegen Mombasa Joe oder über die präparierten Bagger bei Wetten, dass mit Deutschlands Zotenkönig Gottschalk oder wegen mir auch was über das Schicksal der verschwundenen Schutzwesten bei der nordrhein-westfälischen Polizei. Da haben Sie wenigstens die Chance, dass Ihnen jemand zuhört, wenn Sie Angehörige der Polizisten sind. Aber die letzte Europawahl, die interessiert die Leute genauso wenig wie die letzte Ausgabe von Fix und Foxy. 43% Wahlbeteiligung. Darf ich Sie mal fragen? Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Über 70% aller Gesetze, die unser Leben als Arbeitnehmer und Verbraucher bestimmen, werden mittlerweile im Europaparlament beschlossen. Und wenn es darum geht, über die Zusammensetzung dieses Parlaments abzustimmen, dann bleiben Sie einfach zu Hause. Ach, Sie hocken gerade in der Schuldenfalle und kommen nicht wieder raus. Ja, wie wäre es denn da mit einem Überbrückungskredit in einem staatlichen? Ach, oder sind Sie am Ende gar nicht systemrelevant? Kleiner Scherz. Aber jetzt im Ernst. Ich glaube ja, hinter der erbärmlichen Europawahlbeteiligung steckt eine gezielte Strategie der Parteien, die Wählerinnen und Wähler möglichst weit weg von den Wahllokalen zu halten. Motto, wo keiner hingeht, interessiert auch keinen, was da läuft. Anders kann ich mir diesen inhaltsleeren, um nicht zu sagen bretterdoofen Wahlkampf wirklich nicht erklären. Da baumelt sich zum Beispiel irgend so eine völlig unterbelichtete, total unbekannte Betonfrisur an der Laterne und drunter stand einfach nur Annette Meyer-Mümmelsberg nach Europa. Ja, da fragt man sich doch warum. Was will die Annette Meyer-Mümmelsberg in Brüssel? Und was unterscheidet sie von der grinsenden Halbglatze namens Otto Dümpelmann an der Laterne 100 Meter weiter? Aber wie gesagt, interessiert eh keine Sau. Die Leute haben ganz andere Sorgen. Zum Beispiel die furchtbaren Auswirkungen des Streiks in den Kindertagesstätten für den eigenen Nachwuchs. Da haben doch tatsächlich Eltern gegen diesen Streik demonstriert, weil sie nicht mehr wussten, wohin mit ihren Blagen und vor allem, wie sie die den ganzen Tag beschäftigen sollten. Kein Streik auf den Rücken unserer Kinder, hieß es da. Und am Ende tritt's doch nur die Schwächsten. Na Logo, die mit den beiden Vollzeitstellen und dem doppelten Einkommen. Ich kriege es einfach nicht gebacken. Statt dass sich die Eltern mit den Erzieherinnen und Erziehern solidarisieren, statt dass sie sich mit den Erzieherinnen und Erziehern solidarisieren und mal für ein paar Tage die Betreuung selbst organisieren, fallen sie den Streikenden öffentlich in den Rücken und fordern sie sofort die Beendigung des Arbeitskampfes. Wegen der Kinder! Und dabei ging es in diesem Kampf doch um nichts Geringeres als um das Wohlergehen eben dieser Kinder. Wer soll sich denn in Zukunft um die kümmern, wenn es wegen der beschissenen Arbeitsbedingungen und der grottenschlechten Bezahlung irgendwann niemand mehr gibt, der diesen nervenaufreibenden Knochenjob noch machen will? Da wimmelt es. Da wimmelt es in den baufälligen und viel zu kleinen Kitas mittlerweile von kleinen egomanischen Tyrannen, die zu Hause eigentlich nur eins gelernt haben, nämlich permanent im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit zu stehen. Wenn die nicht ununterbrochen individuell betüttelt und betreut werden, da plärren die erst den Laden zusammen, schlagen dann die Inneneinrichtung kurz und klein, dann stürzen sie auf die anderen Kinder und schlagen die grün und blau. Und dazu kommen dann die aus den Familien, in denen Alkoholmissbrauch, Apathie und häusliche Gewalt die schwache Kinderpsyche tonnenschwer belasten und sie schon im Kleinkindalter zu seelischen Vollkrüppeln deformieren. Der hyperaktive Rest steht unter Ritalin. Und von der Sorte Kinder hat so eine bedauernswerte Erzieherin mindestens ein halbes Dutzend zu betreuen. Für 1.400 € netto, am Ende noch alleinerziehend. Da ist der Burnout doch programmiert. Aber jetzt, irgendwann ist ja jeder Streik mal vorbei, nicht? Und Mami und Papi können den verstörten Nachwuchs wieder in den staatlichen Reparaturbetrieben abgeben. Zumindest so lange, wie es da noch Betreuungspersonal gibt. Und überhaupt, nicht? Ist jetzt Sommer. Und da reicht es jetzt auch mal mit den schlechten Nachrichten und ungelösten Problemen. Da will man auch mal wieder das Gute und Schöne der Welt unbeschwert genießen können. Ja, wenn Sie meinen, Sie sind der Zuschauer, Sie zahlen die Gebühren. Und deshalb ist Ihr Wunsch mein Befehl. Hier kommt die gute Nachricht des Sommers 2009. In diesem Sommer gibt's keine Umwelt.
Was war das in den letzten Jahren immer ein Elend mit den ökologischen Horrorszenarien zu Beginn der Urlaubszeit? Da haben sie uns jeden Tropfen Kerosin aufs Butterbrot geschmiert, haben uns verantwortlich gemacht für den Wassermangel in Spanien und anderen Dürregebieten, haben uns vorgerechnet, welchen volkswirtschaftlichen Schaden wir in den Megastaus der Reisewellen verursachen. Aber sehen Sie mal, das ist das Schöne an so einer globalen Wirtschaftskrise. Da ist die Umwelt absolut kein Thema. Selbst am Ozonloch spricht kein Mensch mehr. Na also, es geht doch. Hä? Nie wieder Schatten, nie wieder Sonnenbank, nie wieder einen müden Euro für schmierige Cremes, schleimige Milchen oder glitschige Öle. Vergesst alles, was ihr bis dato über UV-Filter, Sonnenschutzfaktoren und sonstige Strahlenabsorber gehört habt. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, FKK ist machbar, Herr Nachbar. Schmeißt euch in die Sonne und lasst euch braten und brutzeln, bis ihr verdampft. Das Ozonloch hat sich in das aufgelöst, was es schon immer war, ins Nichts. Das ist doch mal eine gute Nachricht, ne? Also, schönen Urlaub. Wir sehen uns dann in zwei Monaten wieder, beim Hautarzt.